Bundesliga-Auftakt Rapid Wien gegen RB Salzburg. Und ihr habt es richtig gesehen. Wir sind zurück in der FIFA 20 Spielerkarriere. Ich weiß, FIFA 21 ist schon raus, aber das bekomme ich erst zu Weihnachten. Deswegen. Und ich habe gesehen, dass die Spielerkarriere schon sehr lang nicht mehr kam. Deswegen jetzt hier eine neue Folge. Oh. Und da kommt direkt einer dazwischen. Hier Steilpass und direkt weitergelegt auf auf. Ich kann den Namen nicht lesen. Nice. Ich habe ganz kurz auf die RB Salzburg Taktik geschaut. Es tut mir leid, ich habe einen Sprachfehler gerade. Es ist richtig früh. Es ist, glaube ich, erst 10 Uhr morgens. Also, was heißt hier richtig früh? Ganz ehrlich, aber ich bin erst vor so einer halben Stunde oder so aufgestanden. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich noch nicht richtig reden kann. Genaue Uhrzeit, es ist 11.11 Uhr, also nicht 10 Uhr, sondern 11 Uhr. Da bin ich vielleicht schon was länger wach, aber trotzdem. Ich habe heute noch mit keinem Menschen geredet, das heißt, dass ich nicht reden kann, verzeiht es mir. Druck. Druck. Und RB Salzburg direkt. Hangwei Chang, der spielt doch mittlerweile bei RB Leipzig, ne? Ich wusste gar nicht, dass der von RB Salzburg kommt. Ja, da muss ich hin. Druck. Hier. Und RB Salzburg. Ach, habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe die Schwierigkeit noch was höher gestellt, deswegen. Was war das denn für ein geiler Pass von mir? Wirklich, super. So, und jetzt Ramaljo über Berdene, über Mwepo, Daka. Da müsst ihr drauf, stark. RB Salzburg halt im Auftaktspiel direkt gegen einen Top-Verein. Wir gehören ja zu den Top 10. Ach, Mann. Druck. Ich habe mich in FIFA insgesamt schon sehr viel verbessert in letzter Zeit, das ist, weil ich die Schwierigkeiten immer höher gestellt habe und deswegen jetzt auch hier Schwierigkeitserhöhung. Einfach nicht wundern, falls ich deswegen ein bisschen verkacke hier. Was heißt hier, Spiel früher ab, Alter? Ja, komm, dann gehe ich halt nicht und helfe halt nicht mit, wenn die wollen, dass ich in der Spitze bleibe. Ganz ehrlich. Schlechtes Stellungsspiel, wenn ich gerade jemanden angreife. Ist der Trainer blind oder was? Das regt mich in FIFA 20 wirklich richtig auf, dieses schlechte Stellungsspiel und so, ne? Das regt mich auf, weil das direkt so einen richtigen Brocken von der Bewertung wegnimmt. Schwache Passansage. Vielleicht auch schlechter Pass. Ich kann hier einfach gar keinen Ball behaupten, Alter. Druck.
So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Halbzeitlänge steht auf dem niedrigsten, also auf 4 Minuten. Schaut gerne mal in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. Da ist mein Instagram, mein Discord-Server und die FIFA 20 Spielerkarriere-Playlist verlinkt, falls ihr wissen wollt, wie das alles entstanden ist, weil ihr vielleicht neue Zuschauer seid oder ähnliches. Hier. No, das war kein guter Pass in Rückraum. Jetzt aber. So. Starkes Dribbling und Vorlage. Das ist es. So, schön Jubel überspringen, damit es schön schnell geht. Schwab, genau. Schwab macht ein Tor, ne? Ist der nicht Innenverteidiger? Hä, das war doch gar keine Ecke, oder nicht? Hä? Spaß, nein. Aber jetzt müssen wir direkt dranbleiben. Ich glaube, ich stelle auf sehr offensiv. Auf sehr offensiv, ja. Kann man ja mal machen, ne? Sehr stark. Und jetzt, ach man, so ein schlechter Pass. Ja, der Trainer hört auf mich. Seht ihr? Stellt direkt auf sehr offensiv. Warum steht der mir im Weg? Mann! Das kann doch nicht sein. Ja, schlechter Versuch. Ja, abseits jetzt wahrscheinlich, ne? Ja! Vielleicht kam der Pass zu spät. Ja, okay, ich beschwere mich die ganze Zeit über die Leute, aber egal. Lass ich jetzt. 1-0, Halbzeitstand. Kann man machen. Lass keine Ball. Oh, nice. Was war das denn für ein Pass? Ich wollte den Ball doch noch nicht mal. Komm, jetzt ein Tor für uns. Ach! Was ist denn das? Das gibt es ja gar nicht. So, hier, vorne, vorne. Ey, was soll das? Hier. Sag mal. Ey. Toller Pass, ja, das hätte ich mir jetzt aber auch gegeben. Ganz ehrlich, das war ein richtig geiler Pass. So toll gesehen von mir. Spaß, eigentlich wollte ich da gar nicht hinpassen. Ich wollte zu wem anders passen, aber egal. Hat ja funktioniert, ne, deswegen. Robertson geht zum FC Bayern München, aha. Warum brauchen die jetzt einen neuen Linksverteidiger? Also Davis ist ja in FIFA ein bisschen underrated, ne, aber trotzdem in echt. Dave ist bester Linksverteidiger der Welt. Also ganz ehrlich, wenn der nicht ins Totti kommt als Linksverteidiger, sondern dieser Kack Robertson, ne, dann ich glaube, ich bringe mal ein Reaction-Video raus, wenn die Tottis draußen sind, wo ich auf die Tottis reagiere und sag, was meine Meinung dazu ist. Wahrscheinlich wird das Totti-Team ja dieses Mal aus Bayern bestehen, größtenteils, weil die Champions League gewonnen haben. Aber andererseits hasst EA ja Bayern, weil die eine Partnerschaft mit PES haben und nicht mit... Deswegen sind auch die ganzen Ratings so schlecht von den Bayern-Spielern, obwohl die eigentlich viel krasser sind. Sehr stark. Geiler Schuss. Verstehe ich echt nicht, warum ich das bei der Bewertung nicht bekommen habe. Geiler Schuss.
das war doch wirklich ein unglaublicher Schuss. Wie konnte der Torwart den denn bekommen? Also ganz ehrlich, das ist wirklich unverständlich. Die Torwerte sind so overpowered. Und schon wieder ein geiler Pass von mir. Und ich bekomme noch nichts mehr dafür, noch nicht mal irgendwas dafür, weil einfach der Ball zu lang nicht bei einem Mann war. Ganz ehrlich, das war so ein geiler Pass. Ey. Gott. Ey Mann, was ich hier wieder für eine Kacke baue, ey. Taktikveränderung. Ja, ich schaffe heute einfach kein Tor. Das ist einfach verflucht. Eigentlich hätte ich mich jetzt schon längst wegen der Fitness ausgewechselt, aber ganz ehrlich, bei dem Spiel, ich will wenigstens mit mindestens einem Tor runtergehen, ganz ehrlich. Sobald ich ein Tor geschossen habe, kann ich runter, aber was war das denn von Schwab? Nur weil der ein Tor hat, kann der doch jetzt nicht direkt rumtricksen. Was war das denn für ein geiler Pass? Aber etwas zu lang, ne? Ja. Schade. Komm. Zieh rein. Och. Ich lass mich auswechseln. Gewinnen wir? Bitte? Bitte haben wir gewonnen. Wow. Ein Punkt. Nee, was haben wir noch verkackt? Was? Warum lasse ich mich auswechseln? Toll. Da rennen wir jetzt direkt. Müssen wir jetzt direkt von ganz hinten das Feld aufrollen, Alter. So, wer kommt ins Totti oder ist es noch? Ja, diese Mitte. De Jong, Busquets, oder? Ist das Busquets? Dann David Silva und De Bruyne. Ist das Busquets? Kommt jetzt auch bitte mal der Text, danke. De Jong. Dann Busquets, sage ich ja. Silva und De Bruyne. Könnt ihr euch alles durchlesen? Weil ich werde das nicht tun. Kommt irgendwas geschrieben, zufällig über unsere glückliche Niederlage. Na, Real kauft Koulibaly und wir. Da steht doch bestimmt irgendwas. Tolle Leistung von Timur, dass wir schön verkackt haben. Ja, das finde ich auch ganz toll, dass der so tolle Leistung hat. Trainingsverletzung. Thorsten Schick. Tut mir leid, aber der Name Thorsten passt irgendwie nicht zu dem Namen Schick. Thorsten Schick. So würde ich nicht gerne heißen. Ich sag damit jetzt mal, haut rein. Video dauert schon lang genug.
Und gegen St. Pölten spielen wir dann beim nächsten Mal. Bis Freitag oder Dienstag. Kommt drauf an, ob ich Zeit habe, Freitag ein Video aufzunehmen. Haut rein. Tschüss.